Heute haben wir zu Gast Herr Professor Felix Teichner, Universität Marburg. Herr Professor, können Sie sich bitte kurz vorstellen? Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, mich hier auch zu präsentieren. Mein Name ist Felix Teichner, wie schon gesagt. Ich bin Vertreter der frühgeschichtlichen Archäologie an der Philipps-Universität in Marburg. Mein Studienfach, meine Venia Legendi, bezieht sich auf die sogenannte provinzialrömische Archäologie, also die Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen. Ich arbeite seit dem Anfang meines Studiums eigentlich auf der Iberischen Halbinsel, früher als junger Student auf Ausgrabungen. Dann habe ich eine Zeit lang auch in Lissabon gelebt und beim Deutschen Archäologischen Institut dort gearbeitet. Und daraus haben sich inzwischen verschiedene Forschungsprojekte ergeben, die sich hauptsächlich auf die römischen Provinzen, mitunter eben aber auch der Ausblick auf die Zeit des Al-Andalus, der islamischen Herrschaft auf dem Süden der Iberischen Halbinsel, erstreckt haben. Die Möglichkeit hier in Marburg in diesem Roman Islam Center zu forschen hat sich am Anfang des Jahres ergeben und das Projekt, was sich da zusammengefügt hat, ist mit verschiedenen spanischen Kollegen zusammen, vor allen Dingen von der Universität Cádiz entstanden. Es geht darum, römische Städte an der Straße von Gibraltar, dieser Kontaktzone zwischen Europa und Afrika, zu fokussieren, zu untersuchen, die Datenqualität zu überprüfen, sowohl auf die Frage hin, die urbanistische Qualität dieser urbanen Zentren, meistens privilegierte Städte, dann aber auch die Frage der Infrastruktur an einem Seeweg gelegen, das heißt also zu Lande, die Straßen, als auch zum Meer, die Seerouten zu untersuchen und die wirtschaftliche Infrastruktur, was dort vor allen Dingen einer der ganz großen Faktoren, die maritime Wirtschaft, die Fischsoßenproduktion darstellt. Und zwar auf beiden Seiten der Straße von Gibraltar, weshalb man seit langer Zeit schon von dem sogenannten Circle of the Straits, dem gemeinsamen Wirtschaftsraum zu beiden Seiten der Straße von Gibraltar für die römische Kaiserzeit spricht. Herr Professor, wieso haben Sie sich dafür entschieden, nach Hamburg zu kommen und ob das eine Verbindung hat mit der Tatsache, dass Sie unser Center ausgewählt haben? Ja, die Möglichkeit hier in dem Roman Islam Center der DFG zu forschen ist deshalb von mir gewählt worden, weil die Forschungssituation, die Literaturzugänglichkeit und vor allen Dingen der Kontakt, der sich hier bietet mit den verschiedenen Kollegen aus unterschiedlichen Ländern, sehr reizvoll gewesen ist. Das heißt also hier mit den Installationen vor Ort, mit der Nähe zu der Staatsbibliothek, mit den vorhandenen Online-Ressourcen ist das Forschen teilweise sehr viel einfacher und schneller, als es sonst in meinem üblichen Standort üblich ist geworden. Dann aber trotz der Einschränkungen, die wir durch die Pandemie momentan haben, eben der Kontakt zu den nordafrikanischen und spanischen Kollegen, der sich hier im Hause bietet, der eben mit Gesprächen und ganz banal in der Kaffeerunde vor Ort oder auf dem Weg in die Bibliothek zu vielfältigen neuen Ideen und Informationen geführt hat. Herr Professor, welche Perspektive, seiner Meinung nach, hat unser Center? Für die Frage der Zusammenarbeit ist der Kontakt hier nach Marburg von großem Interesse. Es gab schon seit einiger Zeit über die Plattform Toletum ja Kontakte zwischen hier und Marburg auch. Marburg als Standort vor allen Dingen der der vorgeschichtlichen Archäologie der Iberischen Halbinsel mit unserer Honorarprofessorin Frau Dircze-Mezzoli, die Direktorin des DAIs in Madrid. Wir bieten momentan auch gerade wieder ein gemeinsames Lehrprogramm mit Vorlesungen und Seminaren zur Vor- und Frühgeschichte der Iberischen Halbinsel an. Das heißt, wir kriegen die zukünftigen Forscher auch in Marburg ausgebildet und das würde hier sicherlich ein guter Kontakt zu diesem Advanced Center für Forschungen in Marburg dann in Zukunft auch darstellen. Herr Professor, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlichen Dank.